Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie. Und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Weihnachten auf dem Rastplatz, das wünscht sich keiner. Doch für viele Lkw-Fahrer ist das jedes Jahr die harte Realität. Denn an den Weihnachtstagen herrscht Fahrverbot für die Trucker. Und so standen unzählige von ihnen auf Park- und Rastplätzen in ganz Deutschland. I work in Europe two months. And I will be going home after New Year. And my Christmas holidays at this in my truck. I will be. Ich bin unterwegs entlang der A5 auf verschiedenen Rastplätzen zusammen mit den sympathischen Trucker-Engel. Sie verteilen hier an gestrandete Trucker Geschenke. Einmal Kaffee. Anna oder Uwe. Weil am Rhein. Mitglieder des im September 2017 gegründeten Vereins Sympathische Trucker-Engel waren dieses Jahr zum dritten Mal an Weihnachten unterwegs. Ihr Ziel, die Autobahn. Sie besuchen während dieser Zeit Lkw-Fahrer, die aufgrund des Fahrverbots während den Weihnachtsfeiertagen an Autobahnraststätten und Parkplätzen stranden und bringen ihnen Weihnachtspräsente. Christoph Neef, Gründungsmitglied vom Verein Sympathische Trucker-Engel und selbst Lkw-Fahrer, berichtet. Also seit 2017 verteilen wir entlang der A5 bis Freiburg, also von Weil bis Freiburg und in Binz am Autohof an gestrandete Lkw-Fahrer, die über Feiertage nicht fahren dürfen, kleine Präsenttüte. Das kommt eigentlich aus dem Holländischen oben, wurde das vor Jahren ins Leben gerufen und in ganz Deutschland sind verschiedene Gruppen über die Feiertage an der Autobahn unterwegs. Bunt gefüllt sind die Präsenttüten, von denen Sie 155 Stück dabei haben. Also einmal ist eine kleine Infoflyer drin von uns und von der Aktiv in der Transport, von der holländischen Gruppe in mehrere Sprachen und der Weihnachtsgruß in verschiedene Sprachen wie Feliz Navidad, Merry Christmas, auch auf Russisch, was ich leider nicht lesen kann. Sonst sind noch Weihnachtsmänner, selbstgemachte Plätzchen, wo wir jedes Jahr von Freiwilligen bekommen und die mir dann verpacke und verteile. Das sind ja sicherlich etliche Kilos Plätzle, die da gebacken wurden. Sagen wir es mal so, wenn man 100-150 Gramm pro Tüte rechnet und wir richten jedes Jahr 200 Tüte, sind das schon mal gute 20 bis 30 Kilo Plätzchen, was man braucht. Das schafft eine Person leider nicht allein. Alle Achtung, dann ziehen wir jetzt mal mit euch mit und schauen wir mal, wie die Trucker, die Lkw-Fahrer drauf reagieren. Gerne. Lkw-Fahrer verschiedenster Nationen wurden beschenkt. Viele sind monatelang von ihren weit entfernten Familien getrennt. Ein Kaffee bitte! Das DRK Weil am Rhein Haltingen spendete 15 Liter Kaffee für diese Aktion und verteilten ihn auch gleich selbst, damit die Trucker die mitgebrachten Linzertörtchen gleich genießen konnten. Srećan Božić. Srećan Božić i da vam je sretan bio i badnji dan i danas isto drugi dan Božić. Da ste živi i zdravi. Sretan Božić, sve najbolje, Merry Christmas, little English, ali na Serbian. Sretan Božić, sve najbolje. Dies heißt nichts anderes als Frohe Weihnachten auf Serbisch. Und nach einer kurzen Bestandsaufnahme geht's zum nächsten LKW.
Von 8 bis 15 Uhr waren die Trucker-Engel unterwegs. Der Verein Sympathische Trucker-Engel hat aktuell 15 Mitglieder und freut sich auf Nachwuchs. Zum 5. Mal organisiert Christoph Neef die Aktion. Mit dem Verein ist es das 3. Mal. Davor hat er diese Wohltat aus eigener Tasche bezahlt. Wurden alle Lkw-Fahrer beschenkt, geht es weiter zum nächsten Parkplatz. Insgesamt 10 Parkplätze werden angefahren, entlang der A5 zwischen Weil am Rhein und Freiburg. Ja, Herr Neef, eine erfolgreiche Aktion. Ihr zieht jetzt noch ein bisschen weiter. Die Lkw-Fahrer aus verschiedensten Nationen, Ukraine, Russland, Türkei, Tschechien, Polen, die haben sich alle gefreut. Und ich habe gesehen, ihr macht eine Statistik. Ja, wir machen eine Statistik, weil von der Gruppe Aktiv in der Transport, die macht halt einfach dann nach Weihnachten von allen, die es in Deutschland machen, eine Gesamtanzahl. Und dann kann man halt dann auch sehen, wie viel Prozent oder halt wie viel wir davon gemacht haben. Weil letztes Jahr war es um die 2200, was ganze Weihnachtsaktionen gemacht worden sind. Und wir haben allein 205 davon gemacht. Da kann man natürlich dann stolz sein, wenn man sagen kann, wir haben fast 10% von ganz Deutschland abgedeckt. Also das ist ja doch schon eine große Zahl. Wenn euch die Reportage hier gefallen hat auf Schwarzwald TV, hinterlasst uns alle einen Daumen nach oben. Auf Schwarzwald TV erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Lörrach, Waldshut, Freiburg, Breisgau, Hochschwarzwald, Emmendingen, aus der naheliegenden Schweiz, die ist hier gerade vis-à-vis, in Großlage aus dem Elsass und natürlich aus dem Regierungsbezirk Tuttlingen. Und in diesem Sinn, alles Gute, ein schönes Restjahr noch, einen guten Rutsch dann, wenn es soweit ist, und tschüss.